Ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass es ein Zweiteiler wird, ne? Also die letzten Folgen, was soll's? Ihr wisst ja, ich darf keine längeren Videos mehr hochladen. YouTube eben. Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Luffy Rise of the Sinistrals. Wir befinden uns gerade in einer Schlägerei. Mit Rosen. Roses versus Team Tex. Oder so ähnlich. Heilküsschen, Küsschen. Also momentan läuft es sehr gut mit den Heilungen. Aber was ich gemerkt habe, wir sind in U30 irgendwas. Und müssen uns nach fast jedem Kampf heilen. Und das ist mies. Das ist wirklich sehr mies. Eine olle Route gefunden. Wilke, was möchtest du? Vielleicht eine Route? Meine Labberkutte. Haben wir nicht da? Kriegst du nicht. Ich möchte gegen diesen komischen Vampir kämpfen. Wow, der sieht cool aus. So back in action oder sowas in der Richtung. Einfach mal angreifen. Oh, oh, oh. Lichtempfindlich. Sorry. Blinzler? Was ist das denn? Was macht es? Mehr Angriff oder wie? Weil geheilt hat es ja nicht. Was? Ein Flederstein. Was macht denn der? Aber habt ihr das gesehen? Halleluja. Federrüstung. So, Rüstung. Irgendeiner hat was. Irgendein Stein. Auf jeden Fall, oder? Push ist Push, auch wenn es nicht arg viel ist. Aber der Deker, der hat hier noch zwei frei. Ich trage immer noch so eine olle Mütze. Kapsel habe ich schon geguckt. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Vielleicht gegen diese hässliche Hexe kämpfen. Und danach eventuell gegen die Badenixen. 21. Okay. Zack, weg. Schon wieder, schon wieder. Was ist los? Jetzt bin ich mal gespannt, was es macht. Angriff oder was ist das? Verteidigung? Verteidigung wohl eher. Ich denke Verteidigung. Okay, das werden wir wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr sehen können. Außer aber... Nee, was ist das? Ich verstehe das nicht. Blinzler. Müssen wir mal gucken. Eigentlich sollte es da... Unter Kapsel stehen, oder? Was es macht. Kapsel. Blinzler. Ja, guck mal. Ich will Info über die SP2. Stammpünktchen. Hallo, ich will wissen, was es ist. Dann halt nicht. Müsst ihr mir schreiben. Und ich lese das irgendwann. Ich bin momentan circa 8 Folgen im Voraus. Also ich muss das Hauptprojekt immer ein bisschen im Voraus drehen. Nebenprojekte werden viel, viel früher gedreht. Und das Hauptprojekt ist, das sind dann immer so 5, 6 Folgen, in denen ich dann im Voraus bin praktisch. Jetzt sind es 8 momentan. Wow, greift ihren eigenen Mann an. Die ist ja drauf. Ich glaube, ich sollte langsam wieder heilen. Schaffe ich einen Kampf noch? Kommt, einen Kampf packe ich noch. Ein Kampf noch. Gegen Blümchen. Macht die Blümchen kaputt. Ja, macht die Blümchen kaputt. Ja, macht, ja, macht. Ja, macht die Blümchen kaputt. 146. Nein! Nein! Okay, danach heilen wir uns aber. Außer Deka, der hat noch genug. Und Guy, naja, wobei, keine Ahnung. Okay, weg. So. Zauber Selan. Stark. Oh, wollte ich das? Egal. Ja. Ich
Nee. Nee, mach ich nicht. Oh, komm. Bade Nixe. Ui, da sind die schon wieder. Was ma. Oh, egal, wir brauchen eh nur zwei, weil Tex will sowieso nicht. Geil, greif an. Aber ich will nicht. Und. La 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 la. La 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 la. Hey, du blödes Ding. Was flirtest du Tex an? Er hat doch Seelen. Oh, danke schön. Was? Ich bin verwirrt. Du hast mich verwirrt. Ich muss dich angreifen. Entschuldigung. Jetzt macht sie doch platt, Leute. Genau, und. Ja, okay. Erstmal küssen. Okay, und nach dem Kuss geht es weiter. Tja. 144 weg. Oder fast weg. Push. Kann es sein, dass da überall ein Krafttrank drin war in den drei Kisten? Egal. Hey, komm. Du Jogginghosenmann. Okay, weg. Was? Egal. Angreifen. Und ich hoffe, die zwei machen auf jeden Fall den Rest. Da muss ich gar nicht erst fragen. Oder hoffen. So, den Jogginghosenmann besiegt, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Wow, guck mal, die machen Blumentanz. Wee, 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 wee. Angriff! Hä? Sind ausgewichen, habt ihr das gesehen? Also, wie die das immer machen. Weg. Und ein Schnitt noch weg und gewonnen. So, jetzt den Blumen hinterher. Was? Ach komm, macht sie einfach fertig. Ich hab's gerade keinen Bock, gegen Blumen zu kämpfen. Ich fühle mich wie so ein alter Gärtner. Zack, weg. Schuss aus. Ja, alle steigen Level auf oder keine Ahnung. Gut. Kapsel, Wilke, bitte. Bleib stehen. Eine Blume. Kein Wunder, dass sie wegrennt. Oder wegwurzelt. Heilkurs. Ja, ist ganz nett. Weg. Können wir wieder zurücklaufen. So, der letzte Raum. Das ist natürlich nichts. Gut, weiter geht's. Eine Höhle. 62 oder so, keine Ahnung. Ne, 32, ne, 38, ach, keine Ahnung. 37. Krafttrank. So, komm her. Gegen die Blumen kämpfe ich so ungern. Es dauert einfach nur. Es dauert einfach nur und du guckst so, wie die KP sinken. Okay, das sieht man nicht. Aber wie viel du abziehst und. Gegen Blumen zu kämpfen macht einfach keinen Spaß. Ah, mach du mal Camo-Rüstung. Du greifst an. Du gehst in Schutz. Und du Eisenmantel. Magiestaub. Es gibt so einen Heilkuss. Abwehr. Es wird jeder nochmal geheilt. Und jetzt darf DK in Ruhe angreifen. Eine wertvolle Runde, würde ich sagen. Was haben wir hier? Eine Kiste? Zaubersirup. Kann es sein, dass Camtasia mich nicht mehr informiert, wenn ich meine 10 Minuten erreicht habe?
Kommt mir gerade echt so vor. Doch, jetzt informiert's mich. Okay, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Bringt's eigentlich was, wenn ich da das Efeu, die Efeu-Ranken da an den Wänden. Eine Labberkutte, das will doch immer unser Wilke. Willst du es noch haben? Nein. Wir haben keinen Mist, das wir dir jetzt geben könnten. Ich dachte, es ändert sich immer nach dem Kampf. Der will immer noch diesen Armreif. Ja, Kraftsirup, keine Ahnung. Oh, wieder 3 Blümchen. Hi, Kussi auf DK, schade. 117. Aua. Aua. 182. 38, meine ich. Okay, ein Schlag noch und wir haben es geschafft. Perfekt. So, links, rechts, rechts. Oh Gott, das haben wir schon mal irgendwo getroffen. Noch eine Labberkutte. Wilke. Baskenmütze. Okay. Oh, Hysterio. Interessant. Aber nicht interessant genug. Oder vielleicht doch? Ja, klar. Angriff, Leute. Wie oft dürfen die angreifen? Jeder 2-mal, oder was? Hättest du schon genug? Ja, du musst gar nicht angreifen. Du könntest uns heilen. Also rein taktisch gesehen, habe ich irgendwie durcheinander angegriffen. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Einfach angreifen, einfach besiegen. In die ewige Jagdgründe schicken. Und das müsste jetzt reichen, der nächste Schlag von mir. Hoffe ich jedenfalls. Nicht ganz. Geil, macht den Rest. Eisenmantel. Habe ich sowas schon mal irgendwo ausgerüstet? Was willst du denn? Du bist schon wieder dein Armreif. Das mit der Abwehr ist mir zu krass. Okay. Zauber wollte ich noch machen. Zauber. Selan? Stark. Okay, perfekt. Raus hier und in den nächsten Raum. Achso, ja, okay. Gut, das war's, glaube ich, auf der Etage. Dann geht's weiter runter. U38. Ein Jogginghosenmann. Weiheschwert. Weiheschwert. Ein Weiheschwert. Wehe. So, du brauchst ein Weiheschwert. Ja, du vielleicht, gell? Ja, komm. Kapsel. Armreif. Immer noch. So, Angriff der Klonkrieger. Weg. Und nicht weg. Jetzt aber weg. Doch nicht ganz komisch. Egal, aber Deka müsste doch hoffentlich den Rest machen, oder? Ja, gut. BBB besiegt. Eine Ente. Kapsel. Glasring. Wow. Meuchler. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Erstmal einen Cut machen, ne? Bis dann.